Am dritten und letzten Wettkampftag des Judo Grand Prix im mexikanischen Cancun standen die Schwergewichte im Mittelpunkt. Und dabei besonders der Tscheche Lukáš Krpálek. In Rio vor 2 Jahren gewann er olympisches Gold in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm und tritt mittlerweile in der Königsklasse der Männer über 100 Kilo an. Sein Gegner im Finale von Cancun war der Kubaner Andy Granda. Krpálek lag hinten und war in Zugzwang. Mit 2 Vasahari-Wertungen drehte er den Spieß noch um. Mit dabei seine Spezialtechnik Sumigaeshi. Nach Hohhot und Antalya 2017 war es bereits der 3. Grand Prix-Sieg für den Tschechen in der nach oben offenen Gewichtsklasse. Mein Gegner war nicht ganz so schwer, sondern hatte dasselbe Gewicht wie ich. Das war gut für mich, so der Tscheche. Wenn ich auf Gegner treffe, die 150 Kilo wiegen, ist das äußerst schwierig. Aber dieser Gegner war eher meine Kragenweite. Ich glaube, ich habe einen guten Kampf abgeliefert. Ich bin zufrieden. I'm happy. Bei den Damen bis 78 Kilogramm triumphierte die Japanerin Rika Takayama. Sie bezwang im Finale Mayra Aguiar aus Brasilien. Schon in Jekaterinburg im März hatte Takayama einen Grand Prix gewonnen. Einen 2. Platz in Budapest im August heimste sie ebenfalls ein. Der Deutsche Marc Odenthal kämpfte sich in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm ins Finale vor. Sein Widersacher dort war Ivan Felipe Silva Morales. Der Kubaner schlug den Kölner per Ippon. Seine Goldmedaille erhielt er aus den Händen von Antonio Castro, seines Zeichens Botschafter des Judo-Weltverbandes. Laurin Böhler aus Österreich forderte im Finale der Männer bis 100 Kilo den Russen Nias Bilalov heraus. Der Kampf ging in die Verlängerung. Hier erhielt Bilalov für einen Ko-Uchigake den siegbringenden Ippon. Die Kubanerin Idalis Ortiz ist bei den Damen über 78 Kilogramm eine Institution. Die Olympiasiegerin von London war auch in Mexiko nicht zu schlagen. Für den Wurf des 3. Wettkampftages sorgte in Cancun der Österreicher Aaron Farah. Das 21-jährige Talent holte bei den Männern bis 100 Kilo Bronze, dank eines sehenswerten Uchimata gegen den Brasilianer Leonardo Gonçalves.